Liebe Ines, dann haben wir jetzt Probleme. Mein Text heißt Julia. Du kannst dir gerne dir vorstellen, dass du die nächsten 6 Minuten Julia heißt. Aber ich weiß nicht, ob du das bei dem Text möchtest. Ja, ich studiere Förderpädagogik auf Lehramt. Ich bin hoffentlich im Oktober fertig. Und das Schlimmste am Studium sind die anderen Menschen. Und ja, überleg's dir gut, Ines. Und zwar schreibe ich keine Liebeslyrik, ich schreibe Hassprosa. Da ist einfach mehr in meinem Herzen drin. Ja, der Text heißt Julia. Es gibt bestimmt auch irgendeine Julia hier. Ich entschuldige mich bei dir persönlich. Box mich nachher. Julia, du Ausgeburt der Lehramtshölle. Du perfektes Mädchen der privilegierten Oberschicht. Du Arzttochter, du Püppchen, du Albtraum meiner schlaflosen Prüfungsvorbereitungsnächte und Traum aller Dozenten. Deine Notizen sind so akkurat wie Menschen mit Zwangsneurosen. Du besitzt mindestens 20 verschiedenfarbige Fineliner in deinem Lederetui und mindestens 20 davon setzt du pro Seminar ein. Verbissen wie ein Soldat auf geheimer Mission notierst du akribisch jedes Wort der Dozentin. Fineliner, Textmarker, Glitzer und Gelstifte sind deine Waffen, Tintenpatronen deine Munition. Jedes zweite Wort malst du mit einem deiner 10 Textmarker noch extra hell leuchtend an. Ganz wichtige werden in Form einer Wolke umkreist oder mit einem Ausrufezeichen markiert. MacPaper hat ein Foto von dir im Mitarbeiterbüro stehen und die Mitarbeiter lobpreisen deiner in jeder Mittagspause mit Textmarkertürmchen und Duftkerzen. Am liebsten würde ich dir deine Stifte in den Arsch rammen, aber da steckt ja schon ein Stock drin. Julia, du hast jeden Text gelesen und weißt doch nichts. Du stierst Deutsch auf Lehramt, weil du nichts anderes kannst. Aber du sagst, weil das ja meine Muttersprache ist und weil das ja gar nicht so schwer sein kann zu unterrichten, das habe ich immerhin 12 Jahre meines Lebens beobachtet und besser als sie kann ich das allemal. Du kannst Kafka zitieren, hast ihn aber nicht verstanden. Goethe hast du nie gelesen und zu Hause liegen Interpretationshilfen der wichtigsten deutschen Werke. Selbstständiges Denken, warum denn? Steht doch alles da. Du bist immer adrett gekleidet und brav. So brav und so nett. Du kriegst nicht deine Tage, du hast Erdbeerwoche. Heimlich liest du 50 Shades of Grey und kicherst verschämt beim Lesen Sex. Im Seminar schlägst du Jugendromane über Vampire als Schullektüre vor, weil sich die Schüler ja auch mal mit Fantasy beschäftigen sollen, ne? Ich möchte dich mit der unendlichen Geschichte und anderen fetten literarischen Werken bewerfen, bis du endlich mal deine dumme Fresse hältst. Vor Klausuren stellst du so Fragen wie: Darf ich mit Füller schreiben? Wirklich. Oder, wenn da steht, definieren Sie den Begriff Lernschwierigkeiten? Müssen wir den Begriff definieren? Schon morgens im 7.30 Uhr Seminar sitzt du mit deinem perfekt abgestimmten Outfit da. Der Blümchenschal passt perfekt zur Farbe deiner Nägel. Die Frisur sitzt so unbeweglich wie dein falsches Lächeln. Bist du denn bescheuert? Niemand lächelt um 7.30 Uhr. Um 7.30 Uhr hat man nur einen Gedanken. Wenn man denn überhaupt schon aufgestanden ist. Kaffee, 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 geh weg. Ich möchte wirklich nicht mit dir reden. Kaffee, 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 geh weg. Schon in den Semesterferien, pardon, in der vorlesungsfreien Zeit hast du alle wichtige Literatur gelesen und für die Prüfung auswendig gelernt. Du denkst, du weißt alles, aber vor allem weißt du alles besser. Du bist die perfekte Studentin, nur ohne Studentenleben. Du bist so spießig, wenn die WG über dir am Wochenende eine Party feiert, rammst du mit dem Besenstiel, den du schon zu deiner Geburt verschluckt hast, gegen die Decke. Sommerurlaub machst du nur, oh, sorry Malte, machst du nur mit deinem Schatzi, Malte, jedes Jahr am Gardasee. Ich hab's gerade erst gemerkt, sorry. Und nächstes Jahr machst du zusammen mit deiner Mama eine Kreuzfahrt auf der AIDA. Mhm. Julia, du hast ein Selfie von dir und deinem Schatzi, Malte, als Desktop-Hintergrund auf deinem pinken Laptop und du schämst dich noch nicht mal, dies in aller Öffentlichkeit bei Präsentationen zu zeigen. Schaut her, wie glücklich ich bin, scheint es all die armen Single-Gestalten im Seminar anzuschreien, die 1,5 Stunden deine piepsige Mausstimme ertragen müssen. Du könntest über Makrobiologie oder Quantenmechanik oder Forensik reden und würdest dich immer noch unfassbar dumm anhören. Doch mit deinen großen Gesten lenkst du gekonnt davon ab. Also, wenn ich mit so einem Autisten schwimmen gehe, dann lasse ich den am Rand, weil ich kann ja nicht alle Schüler beachten. Dumme Schüler zum Beispiel, die mag ich nicht. Halt deine Fresse, Julia! Julia, du hast immer alles unter Kontrolle. Du betrinkst dich nicht, du nippst ab und zu mal an einem Gläschen Sekt mit O-Saft, weil du sonst zu schnell betrunken bist und man weiß ja nie, was du dann anstellen wirst. Uiuiuiuiui. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, mache ich aus deinem Säckchen Wodka O und dann sehen wir mal, was du so alles anstellen wirst. Vielleicht lässt du dir deine bunten Notizen auf den Arsch tätowieren oder fängst eine heiße Affäre mit einer Laterne an, weil du sie mit Malte verwechselst.
Julia, dein Leben ist so durchgeplant. Du hast keinen 5-Jahres-Plan, du hast ja einen 50-Jahres-Plan. Verloben, Studium beenden, heiraten, Referendariat, verbeamtet werden, im Abstand von ein paar Jahren ein paar Kinder werfen, Haus pflanzen, Baum bauen. Ein Abo von der Zeit, einmal im Monat noch mit dem Mann leidenschaftlich vögeln, damit er glücklich ist und irgendwo müssen die Kinder ja herkommen. Alt werden, Enkelkinder kriegen, regelmäßig Sport machen, Sonntagmorgens in die Kirche gehen, ehrenamtlich tätig sein und nebenbei ein paar Kinder unterrichten. Du rauchst nicht, du trinkst nicht, du lebst nicht. Du studierst. Das alles hast du mir bei unserer ersten Begegnung erzählt. Ich hatte ein Bier in der Hand, du ein Glas Sekt mit O-Saft. Du fragtest mich, was ich so vom Leben will, und dann sagte ich dir die letzten Worte, die wir je gewechselt haben. Ich will noch ein Bier und dass du endlich deine Fresse hältst. Dankeschön.